Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem SisterSpedix-YouTube-Kanal. Wir sind aktuell immer noch auf Sardinien und genießen hier das schöne Wetter. Ist tatsächlich echt super angenehm. Es sind immer so um die 22, 23 Grad. Meistens scheint die Sonne. Klar, es gibt auch Tage, wo es bewölkt ist. Aber in den meisten Fällen scheint die Sonne. Und es ist einfach super angenehm. Wir haben hier heute auch einen ganz tollen Stellplatz irgendwo im Nirgendwo gefunden, wo wir komplett alleine sind. Und umgeben sind wir von solchen Felsformationen, wie man hinter mir sieht. In alle Richtungen, in alle Himmelsrichtungen sind die. Und dadurch hoffen wir, dass wir nicht so viel Wind haben, denn wir hatten eine Nacht tatsächlich letztens oben im Dach, wo es so krass gestürmt hat, dass es nicht mehr angenehm war. Und wir gesagt haben, wir ziehen das Dach wieder runter und schlafen lieber unten quasi und haben uns da irgendwie hingelegt. War nicht super angenehm, aber es hat funktioniert. Was mir übrigens aufgefallen ist beim TD5, also bei meinem Defender, was ich ganz lange nicht hatte und nachdem ich das Getriebe getauscht hatte, scheinbar habe ich es wieder. Und zwar hat man ja in der Untersetzung und im normalen Straßengang zwei verschiedene Mappings. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht oder zum Zeitpunkt des Kaufs gar nicht, dass man zwei verschiedene Mappings vom Steuergerät hat. Das eine ist dafür verantwortlich, dass wenn man in der Straße fährt quasi oder auf der Straße fährt, das ganze Auto ein bisschen zügiger fährt, ein bisschen die Gasannahme deutlich schneller ist. Und in der Untersetzung bzw. wenn man im Gelände unterwegs ist, ist das Mapping so ausgelegt, dass die Gasannahme ein bisschen verzögert kommt, das Ganze ein bisschen ruhiger und auch nicht so hochtourig, glaube ich, läuft, wenn ich mich richtig entsinne. Naja, kurze Rede, gar keinen Sinn. Jetzt, nachdem ich das Getriebe getauscht habe, funktionieren diese Mappings wieder richtig. Das bedeutet, soweit ich den kleinen Hebel quasi in Straßengang setze, habe ich wieder diese volle Kraft, volle Power. Das Auto macht richtig Spaß zu fahren. Es geht voran, man hat richtig Drehmoment und der Defender kommt halt richtig voran, fährt sich wie ein normaler in Anführungsstrichen PKW. Und wenn man das Mapping oder wenn man die Untersetzung einlegt und somit fürs Offroad-Fahren sich präpariert und vorbereitet, das Auto soweit einstellt, dass man mit der Untersetzung fährt und, ist halt dieses andere Mapping drauf und man fährt so ein bisschen langsamer, gediegener und so weiter. Voll geil, seitdem ich das geändert habe, beziehungsweise seitdem ich das Getriebe getauscht habe und dieses schnelle Mapping, sag ich jetzt mal, dauerhaft eingelegt ist, soweit ich die Untersetzung auf rausnehme und auf Straßengang quasi stelle, fährt sich dieses Auto so viel geiler. Man kann Autos überholen, man kann mal richtig Gas geben, da passiert ein bisschen was, ne? Das ist nicht so ein träger LKW, sondern da passiert halt was. Und ja, wusste ich gar nicht, habe ich mich dann letztens erstmal zu schlau gelesen. Also, falls euch euer Auto auch so ein bisschen träge fährt, versucht mal den Hebel für die Untersetzung einfach ein paar Mal hin und her zu bewegen, vor und zurück, nach links, rechts, also als wenn man das Differential oder die Differentialsperre mit reinsetzt, um einfach mal zu gucken, ob eure Map, also ob euer Steuergerät richtig funktioniert und so weiter. Was ich außerdem gemacht habe, war den roten Stecker quasi, der ins Steuergerät reinkommt vom Kabelbaum, den nochmal ordentlich mit Bremsenreiniger sauber gemacht und ausgesprüht und so weiter. Das habe ich jetzt 2 bis 3 Mal gemacht, so, da kam halt richtig viel Öl raus. Ich denke mal, das ist bei den meisten so, außer diejenigen von euch, die eine Ölsperre drin haben, wird bei mir auch nochmal so ein Ding sein. Also eine Ölsperre sollte auf jeden Fall noch mal reinkommen. Aber ja, seitdem das wieder so richtig funktioniert, macht es richtig Spaß, mit dem Defender zu fahren. Apropos Untersetzung. Boah, ich laber gerade so viel. Nee, das ist zu viel. Das machen wir gleich. Jetzt gibt es erstmal für uns ein bisschen was zu essen. Und ich koche mal eine schöne Spaghetti Carbonara.
Jasmin und ich wollen zu einem Spot quasi, wo oder zu einem Schlafplatz, Stellplatz, so nennt man es, Warbeim bei Park4Night in der Beschreibung schon steht, dass der wohl nicht ganz ohne ist zu erreichen. Also der Weg dahin ist wohl nicht so ganz ohne. Von daher haben wir uns dazu entschlossen, jetzt einmal ein bisschen hier zu Fuß den ganzen Trail erstmal auszuchecken, ob da wirklich so krass ist oder ob manche da einfach das unterschätzen, überschätzen, wie auch immer. Glaubst nicht? Ja, also viele schreiben, man sollte auf jeden Fall Erfahrung haben im Offroad-Fahren. Habe ich natürlich ohne Ende. Und man sollte das können, was man hier macht. Ich zweifle da auch weniger an dem Auto und mehr an meinem Können, so einen Trail zu fahren. Ja, mal gucken. Gucken wir uns mal an das Ding. Ich weiß nicht, wie gut es rüberkommt, aber hier ist halt die Straße so ein bisschen ausgewaschen, jetzt aber nicht wild. Der Trail geht irgendwo da komplett runter bis zum Meer. Also von daher gehen wir mal weiter. Okay, hier wird die Geschichte schon ein bisschen interessanter. Also das hier ist, sieht man jetzt wieder nicht, ist schon ein bisschen tiefer. Das ist interessanter. Okay, ist zwar nicht ganz ohne die ganze Geschichte hier, aber wir haben uns dazu entschieden, das ganze Prozedere mal anzugehen. Gucken, wie weit wir kommen. Im Notfall stehen unten quasi am Spot zwei Schweizer, die da schon runtergetuckert sind. Da holen wir uns einen von, der so ein bisschen einweist und vielleicht den einen oder anderen Tipp gibt. Wenn wir sagen, ist zu knifflig, das machen wir nicht. In dem Sinne würde ich sagen, let's go. Also, dafür, dass es so die für mich erste richtige, meiner Meinung nach, Offroad-Strecke war, die wir jetzt mal gefahren sind, hat es Bock gemacht. Natürlich war der Puls dementsprechend ein bisschen hoch, die Anspannung war da, die Aufregung war da, ist aber auch alles, glaube ich,
so wie es sein soll. Also wer hier so Larifari rangeht, der ist definitiv falsch am Platz beim Offroad-Fahren, bin ich der Meinung. Man sollte da schon sehr versiert, langsam und ruhig an die Geschichte rangehen, lieber zweimal mehr drüber nachdenken, über das, was man tut, als einfach blindlings drauf losfahren. Von daher hat das ganz gut geklappt. Die Karre hat auch seine ersten Kratzer durch die Büsche jetzt weg, gehört auch dazu. Das heißt, die Patina entsteht so langsam und ja, die ganze Karre hier wird immer mehr zum Offroad-Auto. Ich meine, dass jetzt hier Kratzer reinkommen, ein paar Beulen oder, ne, Beule nicht, aber ein paar Kratzer reinkommen, das ist nicht weiter wild. Dafür haben wir uns das Auto gekauft. Wir haben es uns ja dafür gekauft, um die Möglichkeit zu haben, an solche Stellplätze zu kommen, wo halt der Normalo mit seinem Sprinter oder mit meinem T4, T5, T6, wenn es nicht gerade ein Synchro ist, halt nicht so hinkommt, ne? Sondern wo man halt schon ein höhergelegtes, geländefähiges Auto braucht, am besten mit einer Sperre drin und. Also von daher, jetzt würde ich sagen, schnack ich mit Jasmin ein bisschen, trink mal ein Glas Rotwein und dann geht's hier weiter. Und in dem Sinne, viel Spaß weiterhin beim Zuschauen. Was mir Kurt übrigens noch sehr nahegelegt hatte, war, dass soweit man eine befestigte Straße, also eine geteerte oder betonierte Straße verlässt und ja, sei es auf Schotter, Sand oder sonst was unterwegs ist, sollte man sofort die Sperre im VTG einlegen. Dessen war ich mir tatsächlich im Vorfeld gar nicht so bewusst oder ich wusste gar nicht, dass es so wichtig ist, dass man auch schon bei sandigem Untergrund die Sperre einlegt, um einfach den Verschleiß am VTG bzw. an der Differentialsperre, die dort verbaut ist, zu reduzieren. Was wir gemacht haben bei unserem Defender ist, nachdem das Getriebe einen Schaden hatte und wir das komplette Getriebe sowie das VTG überholen lassen haben, haben wir uns direkt eine ATB-Getriebe eingesetzt, was das Fahren oder das Fahrkomfort mit dem Auto einfach im Gelände halt noch ein bisschen erhöht und verbessert. Wer dazu mehr Informationen haben will, sollte einfach mal auf der Seite von Ashcroft ein bisschen rumgucken. Da haben wir unser ATB-Getriebe her. Ich weiß nicht, ob das das Beste ist von denen, was wir haben. Ist auch mein erstes, was ich verbaut habe, aber naja. Grundsätzlich kann man aber nur sagen, wie gesagt, soweit man aufs oder ins Gelände fährt, auf jeden Fall mal die Sperre und einsetzen und halt mit Untersetzung im optimalen Fall fallen. Des Weiteren habe ich hier auf der Insel ein Pärchen kennengelernt, die auch mit dem Landy unterwegs waren, auch mit dem TD5. Und was die gemacht haben, waren, dass sie die Stabilisatoren, die beim TD4 ja serienmäßig drin verbaut sind, haben sie bei ihrem TD5 mit eingebaut, beziehungsweise bei meinem sind sie nicht verbaut. Ich weiß nicht, bei welchem Modell oder ab welcher Baujahresreihe die mit verbaut sind. Auf jeden Fall haben sie hinten an der Hinterachse sowie an der Vorderachse nochmal zusätzliche Stabilisatoren verbaut, die einfach dafür sorgen, dass sich das Auto wohl auf der Straße, was man ja größtenteils damit fährt, einfach wesentlich angenehmer und komfortabler fühlen, weil wir haben so einen Kippmoment, dass wenn man in Kurven fährt, das ganze Auto gefühlt einmal so plupp macht und dann hängt es auf der anderen Seite ist halt gekippt und das fühlt sich manchmal ein bisschen seltsam an. Da könnt ihr mir mal schreiben, was haltet ihr davon? Stabilisatoren einbauen oder nicht? Ich weiß, die sorgen natürlich auch dafür, was ein negativer Punkt ist, dass sich die Achsen nicht mehr so weit verschränken können, wie sie das jetzt bei uns machen. Von daher bin ich da noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ihr könnt mir ja generell mal unten in die Kommentare schreiben, was von euch noch so Tipps wären, was man verbessern könnte an dem Auto, wenn man so ein bisschen Offroad fahren möchte. Was auch Tipps einfach sind, wie man sich im Gelände zu verhalten hat. Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Trick, der mir noch mal weiterhilft, in Zukunft ja, noch ein bisschen gelassener durchs Gelände zu kommen. Und jetzt würde ich sagen, beenden wir das Video hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie immer. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Touren hier mehr verpassen wollt oder andere Videos, die rund ums Thema Defender gehen. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächsten Sonntag um 18 Uhr zu einer weiteren Folge hier auf dem SissisBDX YouTube-Kanal auch wieder einschaltet. In dem Sinne genieße ich jetzt hier noch ein bisschen diesen geilen Ausblick auf Sardinien und wir hören uns nächsten Sonntag. Macht's gut.